Bei Weihnachten hier, 25. Dezember. Ehrlich? Ja, ich bin an Weihnachten? Ja. Hast du auf Weihnachtsessen geschissen, sei ehrlich? Zu Hause? Ja. Würde deine Mutter sagen, kommst du zu Hause jetzt Gans essen mit Kartoffeln oder Döner? Was würdest du wählen? Und schön, dass ihr am Start seid zum nächsten Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Heute Instagram-Bewertung von euch. Ich sage euch, wir befinden uns jetzt da, wo das Video endet. Und deshalb habe ich euch ein, zwei Sachen zu sagen. Dieses Video war einfach grandios. Wir haben gelacht, wir haben geweint. Genauso habe ich mir überlegt, was ich jetzt sage. Geweint ist vielleicht gelogen. Habe ich jetzt zum ersten Mal einen Döner auch zurückgegeben. Ihr werdet sehen in dem Video, warum. Aber es waren wirklich richtig, richtig lustige Sachen. Ich danke euch für die Empfehlung. Haut mir auch eure Empfehlung für den nächsten Döner in die Kommentare rein. Dann weiß ich, wo ich hinfahren soll. Tut mir den Gefallen. Versucht es immer wieder. Auch wenn es mal nicht geklappt hat, knallt es rein. Irgendwann fahre ich hin. Und es geht weiter im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind bei Döner Nummer 1 angekommen, Sphinx-Döner. Und denkt nicht, ich gehe zu irgendeinem Döner. Es haben wirklich etliche bei Instagram geschrieben. Etliche haben diesen Döner genannt Landwehr. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Um die Ecke hatte ich mal eine kleine, wie sagt man, Louison? Nee, gar nicht wahr. Eine kleine, ich wollte nicht sagen Affäre. Also es hat nichts mit einer Frau zu tun. Eigentlich scheißegal. Sphinx-Döner, da ist er. So sieht er aus. Hier außenrum direkt vorne an der Haltestelle. Also ihr Lieben, wenn ihr mich schon wieder aufs Glatteis führt und der Döner mich enttäuscht, dann mache ich euch verantwortlich. Und dann muss ich langsam mal mit den Videos überlegen, wie ich das anders mache. Also ich hoffe, der schmeckt. Alles klar, wir haben die Ehrenmänner hier am Start. So, Jungs, ihr müsst wissen, ihr stellt euch dieser Competition, ich bin der gefürchtetste Döner-Tester ganz Deutschlands. Und ihr müsst natürlich damit rechnen, schmeckt euer Döner oder nicht. Ich mache meine ehrliche Antwort, aber ihr stellt euch der Herausforderung. Habe ich recht? Immer. Okay, Jungs, wir wollen natürlich keinen Standard-Döner. Ich gehe mal von aus, euer Döner ist kein Standard-Döner, ne? Ist der Beste. Ist der Beste, aber was macht ihn gut? Was macht ihn gut? Sag's mal so. Soßen sind immer selbst gemacht, Salat jeden Morgen frisch, Fleisch ist auch immer frisch. Stolz können wir den Besten nennen. Okay, also ihr könnt mit Stolz sagen, ihr habt vielleicht nicht den besten Deutschlands, aber vielleicht den besten Hamburg, sagen wir mal so. Okay, geil. Ich nehme meinen Döner nach eurer Empfehlung und auch den Soßen eurer Empfehlung und ich nehme Kalb. Doch, danke nochmal an die Jungs, Döner extra zugemacht für mich. So muss das sein. Also Privatvorstellung hier heute. Sag mal, Digi, kannst du zu den Soßen einmal was sagen? Die Soßen haben wir scharf, Cocktail, Tzatziki, Joghurt und Curry. Jeden Morgen frisch, also nicht vom letzten Tag oder so immer. Ein Salat und Soße jeden Morgen frisch. Wir haben hier, das sehe ich, das begrüße ich, da ist Petersilie mit drin, ne? Ja, das sind Petersilie, Gurken und Tomaten gemischt. Da finde ich geil, weil ich liebe Petersilie, das gibt die gewisse Frische im Döner. Wenn ihr mich fragt, finde ich geil, mag nicht jeder. Okay, er hat gerade noch gesagt, Fleisch bei jedem oben drauf. Das ist jetzt nicht Spezialbehandlung. Genau, jetzt werden wir die Döner testen. Ihr kriegt gleich schon mal meine Vorabbewertung, beziehungsweise ich werde gleich schon mal sagen, was ich sagen kann, was ich sagen werde. Gut gesagt, ne? Guten Appetit. Danke. Was man direkt gemerkt hat, muss ich zu 100% sagen, und das kann man nicht bei jedem sagen, aber man hat gesehen, ich habe mich nicht angekündigt hier, ne? Salat auf den Punkt frisch, hat man gesehen, dass, als wäre es vor einer halben Stunde vom Kohlkopf runtergehackt, war, ist wirklich frisch, wirklich frisch. Auch die Petersilie mit den Tomaten sah sehr appetitlich aus. Danke für die Empfehlung schon mal und wir gucken jetzt rein. Stichwort Soße, Döner generell, die Harmonie in dem Ganzen. Da muss ich euch einfach sagen, eine Soße kann für sich geil sein, aber du musst es hinkriegen, dass das Ganze zusammenpasst und halt eben harmoniert. Das heißt, die Soße muss mit dem Fleisch und dem Brot und allem abgepasst sein und das Ganze hier matcht. So viel kann ich euch schon mal sagen, Bewertung später. Schöne Stimme, schöne Stimme.
Also, wir sind Place Nummer 2, Sternschanze am Start. Eure Empfehlung, denkt dran, dieses Video basiert auf Instagram-Empfehlung. Das heißt, wenn ihr mich nicht bei Instagram abonniert habt, könnt ihr natürlich auch nicht mitstimmen. Das heißt, für jeden küsse ich das Herz, der mich bei Instagram abonniert. Ja, und jetzt geht's zu Döner 2, mal gucken, was er kann. Ich sag euch wirklich, Sternschanze, einer meiner Herzstadtbezirke. Glaubt mir, das hat hier Charakter, das hat Herz hier, das hat richtig eine Aura. Wirst du genommen, wie du bist, sehr, sag ich mal, weltoffen, wenn ich das so sagen darf. Und ich zeige euch ein paar kleine Bilder noch, bevor es mit Döner weitergeht. To not be served more scrambled eggs upon my. Laden Nummer 2 für euch, Sellkebab, ist, ich frage die Jungs gleich nochmal, meine ich keine Kette, aber gibt es mehrere Läden, hier in Hamburg zumindest, aber der hier wurde mir halt empfohlen von euch. Seht ihr, selbst die Staatsgewalt ist hier. Wenn die Polizei nicht weiß, was gut ist, weiß ich auch nicht. Ihr kennt ja meine Theorie, komischerweise Polizistinnen, ne? Die sind immer hübsch. Fragt mich nicht warum. Also ich darf jetzt nicht von vorne filmen, aber es ist so. Ich hoffe, sie hat es gehört. Wir haben hier noch eine Polizistin dabei. Kann ich sie nicht auspixeln und dich mit reinnehmen? Nee. Ausgepixelt sieht dich gar nicht. Nee. Ehrlich auch nicht? Oh, schade. Ich habe nur gesagt, Polizistinnen sind immer hübsch. Phänomen ist das. Ja. So, noch mal eine Aussage zum Sellkebab hier, Jungs. Bester Döner in Hamburg, mit Abstand. Ja. Ehrlich, ganz Deutschland. Allerbeste Döner, die ich jemals gegessen habe. Der einzige, wo ihr esst? Seit 5 Jahren nur hier. Kein anderer Döner, sonst wären wir mit schlecht. Über Weihnachten hier, 25. Dezember. Ehrlich? Ja, ich bin an Weihnachten? Ja. Hast du auf Weihnachtsessen geschissen, mal ehrlich? Zu Hause? Ja, war nicht mehr so oft zu Hause wie früher, aber das war mein Weihnachtsessen. Eine kurze Frage an dich. Würde deine Mutter sagen, kommst du zu Hause jetzt Gans essen mit Kartoffeln oder Döner? Was würdest du wählen? Mittags hier Döner essen und abends. Ehrlich? Ja, ja. Korrekt, danke Jungs für die Aussage. Jungs, Sellkebab, ne? Das ist das eine Dönerkette. Habt ihr mehrere Läden oder wie ist das bei Sellkebab? Mehr Läden. Mehr Läden habt ihr, ne? Okay, warum ist euer Döner? Was macht euer Döner aus? Warum schmeckt der gut? Bei uns wichtig ist die Soße. Ich habe die jetzt seit 7 Jahren schon. 90% Kunden, die kommen hier nur wegen Soße. Spezialrezept für Soßen. Gibt es nirgendwo anders? Das ist das Geheimrezept bei euch, ja? Ja. Okay, perfekt. Dann filme ich hier noch mal einmal den Salat. Kann man gut ins Video reinnehmen, weißt du? Guck mal. Schaf, Curry, Curry-Ananas. Also, Cocktail. Das sind Special-Soßen, so wünschen wir das mal. Also ja. noch einmal, ich hab verplant. Kannst du noch einmal sagen? Ehrlich, ich hab echt vergessen. Kannst du noch einmal? Ja. Knoblauch. Cocktail. Curry-Ananas. Ja. Curry. Ja. Scharfe Soße. Curry-Ananas, Curry, scharfe Soße. Ja. Okay, heftig. Ich nehme Curry-Ananas. Da denkst du, kann ich mischen mit scharfer Soße? Ist gut? Dann nehme ich Curry-Ananas und wenn du sagst, es passt, nehme ich auch noch scharf dazu. Ja, das ist eine gute Kombination. Okay. Direkt gesehen, es wurde bewusst, zum Beispiel bei Currysoße, Curry-Ananas, sehr geil, das jetzt mal zu haben. Ein Hauch rein, jetzt nicht zu dick, nicht so präsent, das, ich möchte jetzt nicht sagen besser als viel Soße, aber ich mag das gerne mal, wenn es so dezent rüberkommt. Das ist ja mein Reden, muss nicht immer zu viel Soße. Döner ohne Soße geht natürlich auch. Ich bin gespannt. Brot, geile Konsistenz, weich, zugleich knusprig, feier ich. Perfekte Portion. Okay, zum ersten Mal können die Jungs nicht für. Ist Geschmackssache, sehr spezielle Soße, aber ist nicht mein Geschmack. Wäre unfair jetzt. Ich nehme eine andere Soße nochmal. Werde die andere Soße nochmal testen. Ich glaube, die Ananas wäre geil zu Geflügel, hat er zu mir auch gesagt. Und ich werde jetzt nur mit Normalcurry nochmal probieren. Diesmal Curry und scharf als Soße. Richtig knusprig das Brot. Richtig knusprig. Schöne Schärfe im Döner, sag ich euch. Schöne Schärfe. Leichte Süße durch die Soße. Oh, gut. Was sehr interessant ist,
Ja, erstmal die scharfe Soße, wirklich gut. Würde ich sagen. Sehr interessant ist die Gesamtaufmachung, der Gesamtcharakter dieses Döners. Das knusprige Brot hat beinahe so ein bisschen, weiß nicht, ob es jetzt von den Jungs so gewollt war, aber es ist sehr, sehr knusprig und es hat so einen Sandwich-Charakter beinahe. Würdet ihr so ein bisschen Sandwich-Käse dazwischen, Fleisch dazu, interessant. Wir fahren jetzt zum dritten Döner, zum Schluss kriegt ihr die Gesamtbewertung. Also ihr Lieben, wir sind auch schon beim Laden Nummer 3. Pamukkale. Auch etliche Empfehlungen von euch bei Instagram. Erster Eindruck direkt, es ist wirklich ein Restaurant. Es ist kein kleiner Imbiss, es ist ein Restaurant. Ich habe eben schon gefragt, ich habe mit einem Kollegen geredet. Fleisch ganz normal eingekauft, Brot wird auch eingekauft. Ist ja auch jetzt nicht so wild. Aber dass ihr die Info schon mal habt und dann gehen wir gleich in den Laden rein. Gucken wir mal, was das, ja, was die uns für einen Döner zaubern. Wir haben hier einen kleinen Prominenten. So Kollege, wo erkennt man dich? Ja, ich komme aus der Dominikanischen Republik, aber ich bin retiniert im Boxen. Boxer bist du? Ja, natürlich. Aber nicht mich. Na, weil ich bin ich bin angenommen. Aber ist gut. Ich liebe euch. Ich bin heiß wie ein Boxer, müsst ihr euch vorstellen. Vor seinem Kampf, wie Kollege eben schon sagt. Warm gemacht bin ich. Und jetzt wird getestet. Holle in seinem Element. Soße hier, Cocktailsoße, Cocktail, Tzatziki, Schaf und Kräuter. Kräuter, okay. Ich nehme eure Empfehlung einfach für den Döner. Eure Empfehlung mit Kalb würde ich nehmen. Kalb, ja. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die scharfe Soße finde ich extrem sexy. Wenn die jetzt noch so schmeckt, yummy. Sag ich euch gleich, brutale Soße. Ganz brutale, heftig. Wie ich gesehen, ich hab's gleich gesehen. Ich wusste es, ich möchte mich jetzt nicht wieder hypen, aber ich habe gesehen, dass die Soße heftig wird. Also erstes Fazit, bis wir zum Schluss zur Endbewertung kommen. Knusprig, knackiges Brot, brutale scharfe Soße. Und was ich bei diesem Döner sehr feier, ihr habt, ich mag manchmal nicht lernen, das ist dieses Unscheinbare. Das von hinten rum, und das gilt nicht nur für Döner, für generell für Essen, habt ihr die kleine Soße, die euch den Gaumen kitzelt, wollte ich gerade sagen, die wirklich nur minimal reinkommt, die Kräutersoße. Ihr erstmal gar nicht genau wisst, was das ist. Ihr schmeckt rein, ihr merkt es und ihr merkt diese Kräutersoße, die einen geilen Touch gibt dazu. Ich möchte noch nicht zu weit ins Detail gehen. Zum Schluss seht ihr die Endbewertung. So, das fängt jetzt hier an zu regnen. Wir sind schon durch mit allen Dönern, mit allen dreien. Danke für eure Empfehlung. Ihr kriegt jetzt, ich habe direkt nach dem Döner immer die Live-Bewertung aufgenommen quasi, weil es ein bisschen näher dran war, dann an dem, was ich gegessen habe. Ihr kriegt jetzt hintereinander weg, Döner 1, 2 und 3, die Bewertung. Zu Bewertung Nummer 1, Swingsdöner. Kurz und knackig, es war ein leckerer Döner. Gerade die Soße mit dem Fleisch und wie ich es beim Döner gesagt habe, es hat gematcht, es hat gepasst. Ich gebe dem Döner eine 7,8. Es ist ein guter Döner, aber es geht auch nicht darüber hinaus, weil es keine Besonderheiten gibt. Es ist aus den Basics das Beste gemacht, sozusagen. Also wirklich ordentlich was rausholen aus dem Fleisch, aus dem Salat, alles frisch. Aber über die 7,8 hinaus, da muss es Besonderheiten geben. Da muss ich sagen, das, das und das. Und boom, das muss eine Explosion geben. Die gab es nicht. Wir gehen weiter gleich zur nächsten Bewertung. Jetzt für euch die Bewertung Selkeper. Bewertung Döner Nummer 2. Ganz entspannt aus der Hand. Gibt für mich 7,8 Punkte. Guter Döner, ein leckerer Döner. Schöne Schärfe, schöne Schärfe. Dieses Sandwich-Charakter hat mich schon geflasht. Ist wirklich speziell, wenn man da wohnt, lohnt sich das mal zu essen. Müsst ihr vielleicht sagen, Brot schön kross. Das weiß ich wirklich nicht, ob das so gewollt war, weil es war richtig, richtig kross. Aber Döner war gut. 7,8 geht halt, ich muss sagen, an der Stelle auch noch mal, damit es die richtig hohe Bewertung gibt. Da muss ich richtig was, es muss Liebe entstehen. Ich muss mich in irgendwas verlieben. Das war noch nicht ganz der Fall. Aber es war wirklich auch ein guter Döner. So, und jetzt geht's zu Bewertung Nummer 3, dem letzten Kandidaten. Und zu Bewertung Nummer 3 vom letzten Döner Pamukkale und für mich gleichzeitig sogar der beste Döner an diesem Tag. Der Döner hat mich wirklich einerseits überzeugt, ich weiß nicht, er hat mich auf gewisse Weise überzeugt, weil die Soße echt war schon bombenmäßig. Die Soße hat mich richtig geflasht, dieser leichte Touch von der Kräutersoße. Der hat mich auch geholt, deshalb kriegt der Pamukkale Döner von mir eine 8,1.
Das ist eine faire Benotung, das ist eine gute Bewertung. Danke für eure Empfehlung über Instagram. War ein geiles Video, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Geile Szenen heute wieder. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dann zeigt es mir mit einem Daumen oben. Denkt an meinen Kommentar bitte auch ins Video, damit ich weiß, wo ich als nächstes hinfahren soll. Teilt das Video und ja, abonniert mich natürlich auch. Das nicht vergessen. Und dann sage ich bis zum nächsten Video, Leute.